Die Notenblätter haben wir ja alle jetzt eingesammelt. Das ist schon mal mitunter das Wichtigste, dass meine Piratenfreunde auch was zu singen haben. Holen wir uns gerade mal hier noch dieses Fragmentteil. Ja, wir holen uns immer mal ein bisschen was ab, wo wir gerade über den Weg laufen. Das holen wir natürlich mit. Ansonsten. Ja. Hier haben wir noch eine Schatztruhe, ein Manuskript. Aber das sind halt eben auch so Nebensächlichkeiten, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da es ja nur just for fun sein soll. Jetzt gehen wir erstmal schauen, was unsere Freunde von der Piratenbande hier zu vermelden haben. Unseren Offizier oder Deckmeister oder wer auch immer, da ist er. Wir stellen ein. Die Musik ist cool. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Was ist das? Adivale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Geil, oder? Diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kitt. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um mein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Oh, wir würden lieber noch einen Rum trinken. Aber die Pflicht ruft. Die Pflicht ruft. Ja. Ich würde sagen, wir gehen aber auf gute alte, altmodische Weise, gehen wir uns die Leute natürlich so besorgen. In der Taverne anheuern kann jeder, aber wir wollen natürlich auch Leute haben, die was drauf haben. Danke, Ade. Aber ich freue mich echt schon auf den neuen Teil. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Jawohl. Nein, auf den neuen Teil freue ich mich echt. Ägypten auch ein interessantes Zeitalter. Da werde ich aber kein Let's Play draus machen, aus dem einfachen Grund, da das Spiel einfach sehr umfangreich ist und ich es für mich gerne selbst durchzocken will. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so krumm, aber vielleicht irgendwann dann mal. Das hier mache ich ja nur eigentlich so just for fun als Zeittöter. Oh, hier ist was los. Nein, ich sammle halt eben immer gerne alles ein und mache alles hier und da. Oh, toll. So, kannst du ihn nicht einfach... Ja. Und das ist halt eben als Let's Play, finde ich, sehr schwer zu machen, weil ich da auch manchmal stundenlang nur rumrenne und Kisten und Fragmente und etc. suche. Und aus diesem Grund werde ich es dann halt eben nicht machen. Das gleiche trifft auf Red Dead Redemption zu. Das ist mir halt eben einfach zu viel. Da werde ich so viele Stunden mit verbringen, das ist eigentlich als Let's Play schon gar nicht mehr zu machen. Aber jetzt mal kurz, wo sind denn hier überhaupt die Gefangenen? Oh.
Und jetzt bin ich tot. War klar. Nein, das hier regt mich jetzt auf. Wo waren die Gefangenen hin? Oh, toll. Jetzt muss ich natürlich alles wieder machen. Alle Männer, die du findest, zur Checkdown. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Du! Der Vorteil ist, ich habe jetzt schon viel rekrutiert. Ich muss eigentlich jetzt immer wieder nur sterben und dann kann ich hier wieder aufs Neue ran. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Ja, man merkt schon ein wenig, dass das Spiel doch ein wenig älter ist. Vom Kampfsystem her und allem, aber ich finde es wirklich mega geil. Richtig cool. Muss nur ein wenig Gas geben. Noch 2 Monate Zeit. Das Arschloch hat gerade meinen Freund erschossen. Nein. Aber das kann natürlich sein, dass die gerade eben dann einfach erschossen wurden. Das kann natürlich sein. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Das ist natürlich schlecht. So. Sind die da unten drin? Nein, ich glaube, sie sind eher oben drauf. Wird echt Zeit, dass wir mal ein wenig unserem Piratenhandwerk nachgehen können. Die ersten Seegefechte, ich freue mich echt drauf. Die Doppelkills sind auch Weltklasse. So, jetzt fehlt mir nur noch einer. Und den holen wir uns da unten. Ich hole so oder so die Krähenmatrose. Akzeptier das besser. Ich hab genug gelitten. Lasst mich in Frieden. Verdammt. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Die Hinrichtung erreichen. Auf das Seil schießen und den Piraten retten. Ah ja, das ist hier vor den... Ah ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das habe ich natürlich alles schon mal gemacht. Aber es ist lange, lange her. Viel zu lange. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Ja, das passiert des Öfteren mal. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu... Erklär mir mal einer, warum das mit den Blocken nicht immer so funktionieren. Die Funktion ist auf jeden Fall Weltklasse mit den Blocken. Die finde ich mega. Mit den Blocken sage ich, dass man den Gegner als Schild benutzen kann. Das finde ich wirklich mega geil. So, willkommen in der Crew, Kleiner. Und jetzt dürfen wir wieder zur Taverne. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach bald in See stechen.
Hier ist ja auch noch ein Galgen. Schau an. Ich brauch Geld. Es gibt natürlich so viele schöne Epochen, die man mit diesem Spiel noch in Verbindung bringen kann. Aber das Piratenzeitalter ist wirklich... Na, oh, setzen wir uns hier mal bei unseren Freunden. Wie gesagt, es gibt so viele schöne Zeitalter, die man noch durchleben kann. Und es gibt so viele, die man besser nicht macht. So die Zukunft finde ich, hat mit dem Spiel nichts zu tun. Dorthin, wo fette Beute wartet? Jetzt gibt es erstmal wieder rum. Observatorium. Ei, eine alte Legende wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz. Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Dutch. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ja, keiner glaubt an uns. Das ist sehr ernüchternd. Sehr, sehr nüchtern. So. Da haben wir auch schon die nächste Mission, aber bevor es soweit ist. Braucht ihr ein paar erfahrene Matrosen, Captain? Haha, spielen wir mal eine Runde Mühle. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht, sonst würde ich es echt machen, aber. How fair, your friend? A drink? Oh, einen kurzen kann man mal hebeln. Ein Marinekonvoi. Na, der bringt uns zwar noch nicht so viel weiter, aber... Wo ist hier dieses Ding? Ah, da oben. Ich würde sagen, dann starten wir auch gleich schon mit der nächsten... Hallo? Oh, er will nicht. Das ist... Na ja, gut. Wer nicht will, der hat schon... Gehen wir mal schauen, was es noch so Schönes hier gibt. Aha, da sitzen unsere Faulenzer wieder. Nein, das sind unsere Freunde. Ich habe mir gedacht, wir haben eine Crew. Prisen und Plünderungen. Hört sich doch sehr gut an. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Ei. Ei, ei. Ich hätte gerne noch so einen Papagei. Das wäre mega, so ein Papagei irgendwo auf dem Schiff oder
Alter, wäre das geil. Boah. Das wäre wirklich mega. Oder so auf der Schulter. Wenn man es kaufen könnte, wird natürlich auch mega aussehen. Auch wenn es zum Spielgeschehen nicht viel beitragen Bist ein würde. Steuermann, Kenway. Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Early in the morning. Alles Weltklasse. Das wäre eine schöne Beute. Gut, dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Wirst du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschließen könntest. Ja, das hier wird wohl doch eher im Chaos enden. Ein Sturm sieht übel aus. Werf die Top- und Rahmsegel! Boah, was ist denn das? So war das aber nicht geplant. Dann finden wir einen Schoner. Und der ist dann in der Nähe von einer Fregatte. Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte keinen königlichen Konvoi, ich wollte einfach nur diesen scheiß Schoner. Feuere nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie nicht. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das möglich ist. Oh. Ja, ich. War es das schon? Ah. Dann kommt Leute, macht euch bereit, gleich geht's los. Oh, ein Pulverfass. So. Ah, hol doch mal deine Schwerter raus. Jawohl, das war's. Unser erstes Schiff ist erobert, beziehungsweise nicht gekentert, nicht im. Gedengo und Buendia, Senor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Gekapert. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen. Solange sie sich nicht rühren, ist das klar. Non mi mate, Signor. Tengo familia. Se lo supplico. Spricht jemand Englisch? Englisch? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Die Spanier. Und nehmt alles mit, was zu holen ist.
Die guten alten Spanier. Ich nix verstehen. Ich nix schuld. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken. Ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Hoch, Leute! An die Bramsegel! Ja, da hinten haben wir unseren Schoner. Hier ist noch eine Tauchglocke, glaube ich. Na komm, gib Gas, mein Freund. So cool gemacht, das Spiel. So, jetzt geht's los. Da kommt natürlich jetzt noch ein anderes Schiff. Das blöd gemacht. Normalerweise würden die uns natürlich sofort versenken, aber das geht natürlich schlecht. Ah, hier kann ich noch das Ding benutzen, einwandfrei. Jawohl. Oh, wir haben ein neues Mitglied für die Crew. Guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und Jack Dorr mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann ja, gut, bin ich König der Karibik. Ein Jahr ist schon mal nicht schlecht. Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Ja, so ist das leider Gottes. Aber ich würde auch schon mal gerne mal so einen Piratenschatz finden. Hätte ich nichts dagegen. Oder den Euro-Jackpot. Geld verdirbt zwar den Charakter, aber naja, darüber lässt sich auch wieder streiten. Sind wir so weit gerade eben gesegelt, hä? Das gibt's ja gar nicht. Haben wir so viel hier an Seemeilen zurückgelegt. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass ich das Spiel noch bis zum nächsten Assassin's Creed durchkriege. Obwohl es dann noch 2 Monate knapp sind, 3, aber davon bin ich einen halben Monat nur im Urlaub. Oder ist noch ein Hai. Aber danach schauen wir ein anderes Mal. So,
Sobald wir nämlich unsere Beiboote und Harpunen besser gemacht haben. Jetzt singt gar keiner mehr, was ist los? Aha. Ein anderes Lied. Ja, wir versuchen hier mal durchzukommen, ohne die ganzen Schiffe zu versenken. Wo denn? Ein bisschen mehr Vertrauen wäre nicht schlecht, meine Freunde. Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. In die Wanden alle Segel raffen! Haltet kräftig dagegen! So, jetzt sind wir also hier bei Salt Cay und werden unser Schiff ausbauen. Hauptsache, er springt immer ins Wasser. Oh, ich will einfach nur... Ich wollte gerade schon sagen... Oh. Das tut mir leid, mein Freund. Das tut mir wirklich leid. Verkaufen. Sie haben nichts zu verkaufen. Kaufen. Upgrades. Einen Rumpf brauche ich. Sehr geil, wir haben einen neuen Rumpf. Unser Schiff wird immer besser. Das versuchen wir natürlich auch komplett noch aufzurüsten. Dass wir uns später auch noch mit den legendären Schiffen rumkloppen können. Das wäre geil. Sehr geil. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben, wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Ja, wer hätte gedacht, dass Piraten doch so sozial denkend sind? Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken... So, dann gehen wir mal hier noch in die Kajüte. Kleine Fische, um die Großen zu ködern. Dann schauen wir mal, was wir generell verkaufen. Fracht verkaufen. Zucker, Rum. Ah, so viel ist das nicht. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal ein bisschen was an. Aussehen. Zerfetzte Segel, Ledersegel. Wieder Meerjungfrau. Elite-Segel. Sehen eigentlich nicht schlecht aus. Das ist auch cool.
Das mega. Den will ich auf jeden Fall haben, der Elite-Galionsfigur. Ja, Steuerrad ist mir eigentlich egal, weiß ich eh nicht, was ich eins habe. So, das kostet zu viel. Ja, da muss ich überall weiterkommen. Noch nichts frei, sehr schade. Hoppala. Vielleicht kann ich mir aber noch ein paar Sachen kaufen. Templerrüstung. Tarnmontur. Das ist alles nicht verfügbar. Maya-Montur. Das sieht natürlich auch geil aus. Ah, die kriege ich nicht, das ist schade. Aha, das hier französische Duellschwerter oder Offiziersrapier. Pistolenschwert, was da alles gibt. Aber da brauchen wir natürlich für alles mehr Geld. Und dann denke ich, segeln wir jetzt mal weiter gegen den König von Spanien, denke ich mal.